Hallo Tim oder hallo Freunde, willkommen bei Sascha and Rich. Ich bin's, der Sascha, ganz genau. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's dann, ja. Und geht's richtig. Heute fange ich mal ganz entspannt ein paar, unter anderem ein paar Bauplatten von der Firma Strictly Bricks. Hier von den lieben Kollegen. Ganz genau. So ist es. Hat mich bei Amazon 15 Euro gekostet, aber darum soll es erstmal nicht gehen. Erstmal eins nach dem anderen. Also, ihr kennt das ja. Wenn man eine Stadt aufbauen möchte, braucht man unter anderem natürlich Häuser, Straßen, Figuren. Dann natürlich auch die ganzen Straßenplatten, um Stadtplatz aufzubauen und so weiter und so fort. Wie hier sowas zum Beispiel ist. Das ist jetzt zum Beispiel von Lego eine ganz normale 32x32er Grundplatte. Ganz genau ist, die auch alle toll sind, alle gut und schön sind. Gibt es auch natürlich auch von Alternativherstellern, die hier und da ein bisschen günstiger sind. Die aber auch, die man auch wirklich in Masse dann auch wirklich bekommt, wo dann 5, 6 Stück drin sind, die dann 15, 16 Euro kosten und so weiter. Aber wenn man jetzt aber zum Beispiel irgendwie was hochbauen möchte, was eigenes bauen möchte, da gibt es halt von Lego nur solche Platten wie unter anderem, ich habe das hingeschmissen, hier sowas zum Beispiel, so kleinere Platten, mal so ein bisschen größere Platten, genau. Und in meinem Fall war es wirklich so, dass ich halt meine Bar aufbauen möchte. Habe ich halt irgendwas wieder gesucht, wo ich dann halt eben ganz entspannt hier, jetzt hier oben drauf, ein Dach draufsetzen kann. Und da bin ich auf die Firma, Moment, das war gerade ein bisschen eng, Strictly Bricks gestoßen, die auch natürlich hier die wertvolle Platten auf den Markt bringen. Die lasse ich auch gleich. Aber auch hier sowas zum Beispiel auf den Markt bringen, die halt auch genobbt sind, die man halt ganz entspannt, wie jetzt zeige ich gerade, wenn ich mal die Platten will, ein Dach hier drauf setzen kann zum Beispiel. Ja, und das fand ich halt eben mega, weil ich wirklich hier oben weiterbauen möchte, um dann hier immer meine Bar oder doch meine Disco drauf zu setzen. Jetzt habe ich es doch, genau so war das. Ja, und das fand ich wirklich eine sehr gute Alternative, weil Lego bringt halt solche Platten in der Größe halt eben, solche Größe jemand nicht auf dem Markt. Und wenn man halt eben, Moment, so, wenn man halt eben auch mal was hochbauen möchte, ob man jetzt ein Hochhaus oder meinetwegen jetzt ein Parkhaus, man möchte halt eben was Eigenes bauen, wenn es da auch irgendwie nicht Alternativen irgendwie gibt, kann man das zum Beispiel dann so lösen, dass man halt eben mehrere Steine umeinander setzt und dann kann man dann die ganzen Platten wunderbar hochbauen. Ganz genau. So ist es, ja. So, das mal gerade zur Seite. Ja. Und das hier ist dann halt die Tüte. Die Polybox finde ich jetzt mal ganz entspannt, genau. Und die sind kompatibel, diese Stöcken, mit allen Alternativherstellern und auch durchaus mit Lego, natürlich klar. Und das gibt es halt in verschiedenen Farben. Hier waren jetzt zum Beispiel sechs verschiedene drin. Blau, schwarz, weiß, grün, sandfarben und grau unter anderem. Mal so zeigen. Ja, meine Vögel sollen ein bisschen lauter morgen. Und dann noch die Bahn. Ganz genau. Und ihr seht, das sind alle beloppt. Und sind alle also dann kompatibel mit Lego. Ganz genau so ist es. Dann haben wir noch so ein kleines Zettelchen, Informationszettelchen, was man dann unter anderem mit dem ganzen Spaß dann machen kann. Ganz genau so ist es, dass man eine riesige Spielwelt sich selber aufbauen kann. Und hier kann man dann sehen, was es dann da alles offiziell für gibt. Genau. An einzelnen Sets, die man sich halt bei denen auf der Seite auch alle mal angucken kann. Unter anderem jetzt hier unten so ein Osterhasen zum Beispiel jetzt. Dann haben wir hier noch so ein Regenbogen und Goldtopf, genau, unter anderem. Aber anscheinend hat wirklich Strictly Bricks wirklich nur, habe ich eben was falsch erzählt, falsch was gesagt, wirklich nur diese genobten Platten im Moment im Programm. Und die sind alle wie gesagt, mit Lego kompatibel. Das ist natürlich schön, da könnt ihr euch auch so einen Schriftzug basteln, wenn ihr so ein bisschen erkennen könnt, hier unten zum Beispiel. Und das ist wirklich eine riesige Auswahl, die die mittlerweile haben. Und für relativ günstiges Geld. Ja. So eine ganz kleine Kritik. Bei Lego zum Beispiel bezahlt man jetzt hier für eine normale Lego-Platte
rund 7 oder 8 Euro mittlerweile. Genau. Die halt nicht benoppt ist. Genau. Und bei den Alternativherstellern, bei anderen, da bezahlt man dann Sorten rein, sprich die blauen zum Beispiel, auch so um die 14, 15 Euro. Das habe ich jetzt auch ungefähr dafür bezahlt. Da waren auch so 5, 4, 5 oder 6 sogar, Stück sogar von den Dingern dran. Das ist wirklich, was man kriegt, ein sehr guter Preis. Muss man wirklich mal sagen, so wie es ist. Also, wenn man jetzt Stadt aufbauen will und braucht halt eben Masse an Platten für den Stadtplatz, für den Wald oder sowas in der Richtung, lohnt es sich auf jeden Fall schon, da mal mal nach den Alternativen ab und zu mal zu gucken, wenn man dann wirklich Menge und Masse halt eben braucht. Klar, Gottes Willen. Das soll doch keine Kritik sein. Ihr könnt natürlich auch die Platten weiterhin vereinzelt gelten, vereinzelt halt eben kaufen. Das will ich auch klar, Gottes Willen. Das ist euch immer selber überlassen. Ganz genau so ist es. Ja. Dann gibt es noch von anderen Alternativherstellern noch mittlerweile auch genoppte, ich glaube von Sitgepilz, genoppte Platten, wo man halt, wo es halt auch so eine Waldlandschaft gibt, eine Mondlandschaft gibt, eine Schneelandschaft mittlerweile sogar gibt und so weiter und eine Strandlandschaft und so weiter und so fort. Da tut sich in der letzten Zeit so einiges. Da wird doch so einiges in nächster Zeit noch passieren. Ich werde euch mal das Video von dem Held der Steine dazu hier oben wahrscheinlich auch mal verlinken. Ganz genau. Ich werde schon das alte Video von meinen alten anderen Platten mal, von meinen Alternativplatten auch noch verlinken da oben. Könnt ihr euch noch mal angucken bei Gelegenheit, wenn ihr Lust drauf habt. Ganz genau so ist es. Ja. Habe ich auch irgendwas vergessen? Nee. Also wie gesagt, wenn ihr das nicht kaufen wollt, das ist natürlich bei Amazon, dass ihr das wieder günstig bekommt. Oder wenn ihr mal in NRW seid, der liebe Daniel Faust, das ist Piratenbox in NRW, der hat diese Platten auch, diese größeren davon, die 32er, auch ins Sortiment mittlerweile aufgenommen. Was ich auch sehr gut finde. Ganz genau so ist es. Ja, und vorab, was ihr jetzt kauft, was ihr jetzt aufbaut, ob es Alternativen sind oder Lego ist, das könnt ihr selber entscheiden, um Gottes Willen, wie ihr wollt. Das sind aber halt so Dinge, die mir ab und zu mal auffallen, wo ich denke, das könnte Lego beispielsweise auch mal machen. Aber ist nur eine kleine Kritik am Rande. Warum hier beispielsweise jetzt bei Strictly Tricks hier so ein Pin drauf ist, das weiß ich nicht mehr ab. Das ist auch ein bisschen eine Rätsel, keine Ahnung, aber ist okay. Und wie gesagt, davon gibt es mittlerweile einiges. Gibt es die 32er, gibt es hier die Ganda, dann gibt es diese ganz mittelkleinen mittlerweile. Also da geht es auf jeden Fall so einiges bei dieser Firma los. Ganz genau. So ist es. Okay. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr von diesen genoppten Platten haltet, ob ihr die Scheiße findet, auf gut Deutsch gesagt, oder Müll findet. Könnt ihr natürlich in die Kommentare schreiben. Da könnt ihr natürlich auch bleiben, was ihr wisst das ja. Ja. Oder ob ihr generell dann doch mehr der Lego-Platten-Fan seid oder dann doch eher sagt, ich brauche dann doch mehr Masse, die Alternativplatten braucht. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ganz genau. So ist es. Dann wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, wenn ihr das Video gesehen habt. Macht's gut, Natascha von Natascha and Bricks. Und nochmal, baut, was ihr wollt, habt einfach Spaß daran. Ganz genau so ist es. Und seid alle in dieser Community lieb zueinander. Okay, bis dann. Tschüss.